Ja, das wäre was. Willst du nur Setti haben? Nee, alles gut. Gib ihm einfach zwei für das, dass er das nicht gesehen hat, was gerade mir passiert ist. Ja. Warte mal. Alles gut. Steh mal hier auf die Stufe. Ich habe zwei Rosettis, einen mit Vanille und einen mit Schokofüllung. Denn ein Rosetti. Die machen wir. Ja. Oh Mann. Ja, du kannst auch haben, wenn du willst. Ja. Warte, zum Glück habe ich die ganze Schachtel. Rosetti sind die süßesten Arschlöcher dieser Insel. Ja, ich will jetzt nicht, dass du hier aus deinem schicken Anzug rausgehst. Ja, gut. Er kann bestimmt die Ärmel hochkrempeln. Ja, das oder eine Schürze anziehen. Guck mal, der riecht doch nach Geld, der Anzug. Mach's nicht. Nee, ach Gott. Ich riech nichts. Ah. Ah, ciao. Da, oder? Hallo. Das ist Adam Motello. Wer bist du? Hallo. Steve, mein Name ist Adam Motello, Motello. Ich bin Rita. Ist nix komprende verstehen. Deine Sprache. Ah, keine Probleme, ja? Ich verstehe sie selbst nicht, ja? Okay, das finde ich gut. Bleib nicht auf der Geburtstag, Straße. Ich muss mein Geburtstagsgeschenk anzünden. Den habe ich mir extra für heute aufgehoben. Für heute? Ja. Cool. Gib mir oben Zucker. Ja, hier bitte, nimm. Danke. Guck mal, das Auto da drüben, das ist eigentlich cool, aber das wurde voll verschandelt mit den Reifen, finde ich. Sieht aus wie Traktorreifen. Hey! Was ist mit ihm denn los? Ist der blöd? Das war diese Frau mit dem Traktorreifen-Dings. Geht's dir gut? Ach, ja. Verkaufen. Oh, wie wir schnell. Achtung, ich komme. Ja, Achtung, los geht's, Musik an. Wieso los geht's? Fahren wir noch nicht? Nee, soll ich fahren? Nein, ich fahr so selber, bin groß. Oh Mann, ich Was? Hab ist der Glitch? Ein Stück Holz geangelt. Oh, ein Holzfisch. Ja. Ist der aus der Gattung der Buche? Keine Ahnung. Ich sag auch ein Vollholzfisch. Wenn wir genug Holz haben, machen wir einen Schrank draus. Ja, wir brauchen sowieso noch ein Regal. Und wir verkaufen die als Holzdildos. Ja, wenn es hier so rumschwimmt, dann passt das doch. Wir nennen dann die Dildos Treibholz. Ha, aber das ist voll ein komisches Stück, das hier. Hier machen wir noch mit dem Messer noch ein bisschen, dass die sich gut anfühlen. Meinst du den hier? Ah ja. Oh, schön. Oh, schön. Warte. Oh Gott. Komm rein. Ich bin glatschnass. Hey. Komm rein. Ich bin glatschnass. Ja, macht nix. Ich mag dich feucht. Ja, ich weiß. Werde ich bei dir sowieso immer. Oh. Oh Mann. Jetzt ist da noch eine neue Delle. Guck mal. Ja, auch die macht's aber sympathischer, das Auto. Meinst du, jetzt ist wieder ausgeglichen? Ja. Guck mal, der steht doch wieder gerade. Also.
Okay. Wir sind von der Prüfstelle, um zu gucken, ob hier alles stabil ist. Ja. Und wie ist? Gib mal detaillierte Informationen. Hat bestanden. Also, solange das Auto noch da steht, steht er noch. Ja. Ich habe jetzt schon Angst, mit dem Auto wegzufahren. Aber jetzt haben wir eine neue Delle, die die alte Delle ausgleicht. Ja, so eine Ausgleichsdelle. Das ist so eine... Ja. So eine Umwuchtsdelle. Kennst du die? So eine Negativdelle. Angels, das ist der Name vom Club. Angels of Death. Aha. Die Engel des Todes. Ja. Was denn? Ich hab's mit Lesen nicht so. Ich tu mir da voll schwer. Tut mir leid, dass ich das am Anfang so komisch gelesen hab. Wir sind die Angels of Death. Die Angels, Angels of Death. So. Ganz genau. Die Angels of Death. Da hättet ihr euch doch aber auch die No Angels nennen können. Allein schon ein Hamburger, $600. Ein der war nicht mal der Hamburger. Der wollte allein, also für dieses Menü wollte der $600 haben. Für ein Stück Brot und Fleisch drin. Nee, also da, aber Nox, merkt ihr, ja. Mit dem Typen habe ich jetzt so einen Handel. Wenn ich dem Rosetti gebe, kriege ich Pommes oder einen Milchshake oder einen Burger. Na toll, kriegst die Fritten vom Vortag, klasse. Nein, bin stolz frisch. Auf dich. Frisch, wirklich. Oh, wow, da schmeißt er nochmal für dich die Fritteuse an. Der Mann hat's ja verdient. Hm? Wenn ich zu ihm hingehe und er hat seinen Stand offen, dann hat er doch sowieso die Fritteuse an. Ja, komm, ich mach dir bei mir daheim jetzt einmal einen Stand auf. Komm, lass uns endlich mal hinlegen. Ich bin fickrig. So, Jungs, euch einen schönen Tag noch. Okay. Hey, viel Spaß. Ja, kriegen wir hin. Da meint da irgendwo auf der... Jetzt hier, wenn wir hier nach links fahren würden. Ja, kannst du nach links fahren, Lux? Nach Harmony? Ich wollte doch nur Sex haben heute, oh Mann. Oh, ich hab hier voll die Beule. Und Mann. Lux. Oh, warte, ich muss auflegen. Oh, den krieg ich später nie wieder so hart. Oh doch, dafür will ich sorgen. Okay, das klappt, oder Nox? Hast du zugehört? Ja. Wir fahren hinterher. Ja. Muss ich fahren? Hast du noch Platz hinterm Lenkrad? Wirst merken, wenn da auf die Hupe geht. Ich will, ich hab nur einen Schluck genommen. Irgendwie. Was ist denn jetzt los? War so ein Schluck? Ich hab nichts mehr getrunken. Ja, lass uns hier die Arme festhalten. So, jetzt, genau. Ja. Heute ist nicht mehr so hübsch. Hier ist ein Dach. Da vorne sind zwei. Meerjungfrauen. Ja, oh geil. Meerjungfrau, toll, Meerjungfrau. Super, toll. Hey, hallo. Hey, Ibi, hey. Wie ist das? Oh, guten Abend. Wie? Oh, Ja, oh. Was? Ihr habt auch nicht getankt, was? Nein. Nein. Ich hab Platz gebraucht. Brauchst du ein U-Boot? Mit dem Heli sind sie schneller hier. Fuck, ich hab ganz vergessen, die... Soll ich nicht einen Wurm auf den Haken spießen? Oh, was passiert, wenn man Rosetti ins Wasser hält? Dann angelt man Wal. Okay, das wäre unpraktisch. Wie kriegt man den ins Auto? Ich komme in einer halben... Ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht. Einfach oben aufs Dach binden. Ich komme in der halben Stunde wieder. Okay. Ich habe die Angel vergessen. Ja, nimm doch meine. Oh. Nee, bleib mal hier. Ja, ihr habt im Suff geheiratet und wart im Nachhinein aber einverstanden. Ja. Hat geklappt. Kann man auch mal machen. Bis heute. Ist jetzt nur bis jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr, aber hat geklappt. Ja, das ist doch super. So entstehen dann die schönsten Liebesgeschichten. Ja, die habe ich am Straßenrand gefunden. Okay.
jetzt gefunden? Ja, ich war weg nach Las Vegas gewesen. Und dann stand die da wie so ein Kaktus in der Sonne. Das hast du angehalten, eingepackt, dann habt ihr gesoffen und geheiratet? Ja. Leute. Muss man den Haken in eine gewisse... Oh, Achtung, geh da weg. Nicht, dass der Haken gleich rauskommt. Gib mal deine Hand. Ja, wie denn? Ich hab doch jetzt gerade meine Hände voll. Eine kannst du wohl geben. Ich werde jetzt nicht in die... Okay, dann beiße ich jetzt in die Angel. Ja, ja, ah, ja, ja. Okay, halt mal auf. Ich hab ein Geschenk für dich. Gib her, ja, hier. Ja, gib. Danke. Guck mal, noch so ein Tischtennisball. Hat die noch so lange, bis einer von uns keine Köder mehr hat? Ja. Mir wird das zu anstrengend. Ouch. Oh nein! Oh, Scherben, au, au. Oh, pass auf. Oh, gut, dass hier kein Besitzer mehr ist. Ach, scheiße. Hast du dich verletzt? Gott sei Dank nicht. Ich bin auf meinen Ellenbogen gelandet mit meinem Pulli, also mit dieser Jacke hier. Achtung, pass auf! Oh, ja, ja. Viertelstunde bei ihm irgendwie, auf dem Grundstück, du weißt, wo das ist. Ja, das hat er. Hallo, wo ist die jetzt? Ja? Ja, ich bin da bei den Rockern. Jetzt hat er die Tür lieber zu machen. Ein bisschen zu stark an die Tür gelehnt. So. Warum machst du denn jetzt aus? Ja, gute Frage. Vor Erleichterung. Dich gerettet zu haben. Stolz auf dich. Ja. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du jetzt schnell dahinter gefahren bist und hast mich da jetzt stehen gelassen. Nur wegen deinem Pulli. Ich hab nicht gemerkt, dass was? Du hast nicht gemerkt, dass ich raus bin? Ich hab dir doch gesagt, ich hab mir weh getan und dann sagst du noch was und... Oh. Ich hab's nicht gemerkt, als ich im Laden war, hab ich gedacht, ja, super, klasse, tolle Freundin. Merkt nicht, dass ich fehle.